So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Was heißt wieder, warum weiteren? Also, ersten Aufnahme von Portal. Ich hoffe, dieses Projekt wird von den Folgen her ein bisschen länger gehen, im Gegensatz zu den anderen, die sonst immer so waren. Und ich denke einfach mal, wir fangen mit einem neuen Spiel an. Verschiedene Level, okay. Wir machen einfach mal, ja, starten. Ladevorgang läuft, okay. Gut. Okay. Scheinbar sind wir aufgewacht gerade oder sowas. Und da läuft ein Timer. Bestimmt explodiert gleich alles. Tastensteuerung. WASD. Damit kann ich mich also bewegen. Interessant, hätte ich sonst nicht gewusst. Oh, ich kann mich bücken. Okay. Springen kann ich auch. Hallo und noch einmal willkommen im computergesteuerten Enrichment Center von Apertip. Wir hoffen, Ihr kurzer Aufenthalt in der Entspannungskammer war angenehm. Ihre Probe wurde verarbeitet und wir können mit dem Haupttest beginnen. Okay. Vergessen Sie nicht, dass Spaß und Lernen zwar im Vordergrund aller Aktivitäten im Enrichment Center stehen, dass es aber auch Verletzungen geben kann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie auf keinen Fall etwas. Por favor, perdón, mi fallar mucho. Was? Das Portal öffnet sich in 3, 2, 1. Ich glaube, ich habe die Toilette kaputt gemacht. Okay. Ah! Wir sind eine Frau. Okay. Ah. Warum? Na egal. Das hier ist anscheinend unsere normale Geschwindigkeit. Ah, oh. Ach so. E-Objekt aufheben. Okay. Ja, das haben wir ja vorhin schon bei der Toilette bemerkt. Gut gemacht. Bitte begeben Sie sich nach jedem Test in die Kammerschleuse. Achten Sie zunächst jedoch auf das Leuchtpartikelfeld vor dem Ausgang. Ja, das habe ich gemacht. Dieses Materialauflösungsgitter von Aperture Oh. Science vaporisiert alle passierenden, nicht autorisierten Geräte. Zum Beispiel den beschwerten Speicherkubus von Aperture Science. Achso. Eins von 19. Okay. Hui. Bitte stellen Sie den beschwerten Speicherkubus auf den 1500 Megawatt Schwerlast Superkollisions-Superknopf. Fertig. Ach so, das. Ach so. Hä? Und jetzt? Ich will hier raus. Durchgehen. Ich muss dahin. What? Hä? Nein! Oh! Ach ja, komm! Oh, Ah, halt, warte mal. Ich habe eine Idee. Bestimmt geht es immer in irgendeiner Reihenfolge, oder? Schnell! Wir müssen hier raus! Oh, gut. Schnell, wir müssen hier rauflegen. Raus! Bitte begeben Und Sie wieder sich rein. rasch in die Kammerschleuse, da im Test kein andauerndes Verweilen am Knopf vorgesehen ist. Okay. Warum sind wir immer in so einem komischen Teil und da oben ist irgendwas? Ladedaten? Oh. Okay. Sie machen das sehr gut. 2 von 19. Beachten Sie, dass der Geschmack von Blut nicht Teil des Testprotokolls ist, sondern ein Was? unerwünschter Nebeneffekt des Materialauflösungsgitters von Aperture Science, das in manchen Fällen Zahnfüllungen, Kronen, Zahnschmelz und Zähne auflöst. Okay. Lass mich hier durchgehen. Und jetzt? Wo muss ich denn überhaupt? Kann ich hier irgendwie runterkommen oder so? Glaube. Wow. Nein, nein, nein.
Achso. Ach, ich muss da. Kann ich hier um die Ecke jumpen? Nein. Wie komme ich denn jetzt da oben hin? Sehr lol. Gut. Sie verfügen nun what? Über das mobile Portalgerät von Aperture Science. Damit können Sie eigene Portale schaffen. Diese intradimensionalen Tore sind vollkommen sicher. Das Gerät allerdings nicht. Berühren Sie nicht sein aktives Ende. Blicken Sie nicht direkt auf das aktive Ende des Geräts. Bringen Sie das Gerät nicht mit Flüssigkeit in Kontakt. Vor allem sollten Sie unter keinen Umständen das Gerät aus was war's? Was wollte ich gar nicht wissen? Hallo? Alter. Durch die Wand. Oder auch nicht. Begeben Sie 3 von 19. Sich in die Kammerschleuse. Oh mein Gott, wie komme ich da jetzt rüber? Ich bin ein Genie. Halt, warte, was? Was finde ich jetzt scheiße? Achso. Ja, easy. Sehr gut. Übrigens, der Tag der offenen Tür für Töchter bietet sich an, um auch sie testen zu lassen. Okay. Alles klar. So, geht's jetzt hin? Fahren wir eigentlich immer nach oben oder nach unten? Oder ist es immer anders? Lade da an. Okay, so. Bam. Willkommen in Testkammer 4. Sie sind gar nicht schlecht. Ja, danke. Warte mal. Durch Wände kann man gehen, aber durch Glas nicht. Ach ja, komm. Okay. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Ach der... Ah ja, klar. Yeah. Hoch. Da bin ich schon. Auch das war wieder sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls wird die nächste Testkammer nicht überwacht. Sie sind dort ganz auf sich gestellt. Viel Glück. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Okay, dann gucken wir mal. Ich hätte gerne noch die andere, dann wäre es bestimmt alles ein bisschen einfacher. Ne? Easy. Oh. Ach komm. Oho. Oh. Als Teil eines festen Testprotokolls war die vorige Aussage, dass diese Kammer nicht überwacht wird, eine reine Lüge. Ach ja, komm. Sehr gut. Als Teil eines festen Testprotokolls beenden wir die Wahrheitsverzerrung in 3, 2... Was? What? Okay, wir fahren nach oben. Habe ich gerade, glaube ich, gesehen. Also, ich denke mal. Lade da. Sechs von 19. Sicherheit ist eines der Ziele des Enrichment Centers. Doch die Energiekapsel von Aperture Science, links von der Kammer, kann dauerhafte Schäden wie Vaporisierung hervorrufen. Wir sollen keine Bälle in die Fresse kriegen? Auf. Ja, pff. Unglaublich. Sie, Subjektname hier, sind wohl der Stolz. Was? Von... Hä? Aufzug. Okay, also an so welchen Wänden kann ich anscheinend auch nichts machen. Interessant. Du. Was passiert wohl in dem Moment hinter diesen Türen? Na.
Okay, mal wieder was komplett anderes. Warnsignale sind für alle Mobilgeräte Vorschrift. Alarm und blinkende Lichter What? können jedoch die Energiekapsel irritieren und wurden daher zu Ihrer Sicherheit deaktiviert. Uhu. Gut, jetzt mit dem nicht stationären Gerüst Ah. von Aperture Science zur Kammerschleuse. Jetzt müssen wir warten, oder? Oho. Darum geht's auch nicht ran, aber da geht's, oder was? Okay. Irgendwie wird das Portal wieder resettet, wenn ich durch sowas gehe. Okay. Mal gucken, was uns als nächstes erwartet. Denke ich jetzt einfach mal. Ladedaten. Oh oh. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf dem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Ja, sind gute Voraussichten. Was muss ich denn jetzt machen? Ich glaube, ich muss das Teil da irgendwie da reinkriegen, um. Ja, sieht gut aus. Okay. Das heißt, ich gehe jetzt. Bitte kein Ball in die Fresse. Alter, what? Okay, ich muss mich ducken. Okay, mal gucken. Dann würde ich, wenn ich dann ein Portal machen würde, würde es ja hier rauskommen. Das heißt, ich würde mich ja selbst umbringen. What the fuck? Oder? Oder? Hä? What? Oh mein Gott. Komm. Alter. Ist ja zum Glück nicht kompliziert. Dann warten wir mal wohl mal wieder. Oha. Los. Nein. Hallo. Komisches Teil. Yeah. Bemerkenswert. Beachten Sie, dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Ach so, ja. Anscheinend eine Gefahr. Ja, ist schon klar. Ja. Ladedaten. Okay. Das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. 9 von 19. Ja, okay, gut. Jetzt zurück kann ich jetzt aber auch nicht mehr. Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Was soll ich denn sonst machen? Der nächste Test ist unmöglich, okay. Fertig. Ach halt. What? Oh mein. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Warum darf ich jetzt bitte schön. Ach so. Oh mein Gott, okay. Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Aha. Ja, das war jetzt mal mega schwer. Jetzt habe ich schon wieder nicht gesehen, in welche Richtung er fährt, aber er ist gerade von oben gekommen. Das heißt, gehen wir jetzt nach oben oder nach unten? Ich glaube nach oben, weil nach unten habe ich nichts gesehen. Also denke ich jetzt einfach mal. Aber okay. Ladedaten. Ja, komm. Ja. Hallo, wir Hallo. Wieder unsere frühere Warnung. What? Was ist das? Ah, okay. Ja, okay. Ich habe zum Glück alles verstanden. Ich glaube. Lol. Okay. Was ist das denn?
Alter, aua. Erstmal selbst schlagen damit. Nimm das. Wo auch immer das jetzt hingeht. Mal gucken, wie komme ich denn da hinten rüber? Halt, warte. Was ist denn da unten? Aua. What? Oh. Oho. Aha. Warte mal. Lol. Spektakulär. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oh Oder ja. genauer gesagt, wie nicht. Oh. Ich bin daneben gesprungen. What? Okay. Also eine Endlosschleife ist bestimmt auch ziemlich komisch. Immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ah. Okay. Bei welcher Nummer sind wir jetzt eigentlich? Lade Daten. Bei Nummer Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine 11 allzeit von 19. sichere Testumgebung. Na, Bei okay. gefährlichen Testumgebungen Mhm. steht Ihnen das Oh mein Gott. Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich. Meiden Sie ihn. Nee, ehrlich. Wir sind bis jetzt auch noch nie gestorben, glaube ich. Also hoffe ich mal. Na, okay. Also ich würde sagen, das sieht ziemlich kompliziert aus. Und ich würde auch sagen, dass die Folge hier zu Ende ist. Und das heißt, es gibt doch mehrere Folgen. Das ist gut. Das heißt, wir werden irgendwann anders weitermachen. Wahrscheinlich. Weiß ich nicht wann. Mir wird sogar angezeigt, wenn ich. Hier kann ich zum Beispiel keins machen, aber hier zum Beispiel. Okay, gut. Dann machen wir damit wahrscheinlich morgen weiter. Ich stelle mich jetzt schon mal hier hin. Und dann bis morgen. Tschüss.